Zum Anfang gleich mal drei Dinge. Ja, ich habe zugenommen. Ja, mir passt mein rotes Hemd nicht mehr. Schweinchen dick. Und ich habe keine Ahnung, wann das nächste Video kommt. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Dieses Video entsteht wirklich nur deshalb, weil ganz viele Leute mir in den letzten 3-4 Tagen extrem viel geschrieben haben. Wirklich. Es waren, keine Ahnung, 20, 30, 40 Nachrichten, die ich gekriegt habe, dass ich doch wieder ein Video machen soll. Und bitte, ich soll die King Selection? Signature? Ich soll die King Selection unbedingt testen. Und ja gut, es sind jetzt 9 Monate her, seit dem letzten Video. Ja, kann man schon wieder mal was machen. Mach mal ein Video, weil mich diese Burger auch wirklich interessieren und ich jetzt ein bisschen Zeit habe und mir jetzt dann auch die Zeit nehme, was echt immer ein bisschen logistisch ein bisschen Problem ist, aber es interessiert euch ja alles gar nicht. Das soll euch ja auch gar nicht interessieren, ist ja auch scheißegal. Wichtig ist, dass ich jetzt hier bin und dass wir es jetzt testen und ich mache hier ein Video. Und der Rest ist ja wurscht. Also, wir holen uns jetzt das Teil, beziehungsweise sind ja 2 Burger. Und dann bin ich echt mal gespannt. Keine Ahnung, wo Porky ist. Seit 9 Monaten habe ich ihn nicht mehr gesehen. Herzlich willkommen beim Burger King, Ihre Bestellung bitte. Hi, ich hätte gern einmal den King's Beef. Den King's Beef im Menü. Einzeln? Ja. Und einmal bitte den King's Mustard Cheese. Auch einzeln. Jawohl, und eine große Cola Light mit Eiswürfel. Große Cola Light. Mit Eis. Eiswürfel? Genau. Alles? Jo. 18,27 am Fenster, bitte. Dankeschön. 18,27. Ja, das kann man mal machen. Mit 2 Burger. Ja, gut. Dankeschön. Bitte. Danke. Strohlen brauche ich, ja. Okay. Ciao. Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Stay Hungry Fast Food Review. Wir haben unser Essen. Jetzt suchen wir uns einen Parkplatz und dann schauen wir, was er kann. So, wo habe ich denn den Kassenzettel? Also, ach so. Stimmt, ich habe auch eine neue Frisur, ja. Das müsst ihr auch nicht in den Kommentaren erwähnen, dass ich jetzt... Von daher gesehen, gibt es jetzt eigentlich von allem mehr bei mir. Mehr Gewicht, mehr Frisur, mehr graue Barthaare, mehr Liebesmasse, mehr... Ich habe für den King's Beef 7,49 Euro gezahlt und für den King's Mustard Cheese 7,49 Euro. Das ist natürlich schon mal eine Ansage von Burger King. Aber gut, sie wollen jetzt eher in die Premium-Klasse einsteigen, so wie McDonald's vor. Boah, wann ging das los mit den Signature-Geschichten? Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich habe es vergessen. Ich weiß es nicht. Wie geht's jetzt weiter? Ach ja, wir schauen uns die Burger an. Halt nein! Oh Gottes Willen, das Wichtigste fehlt ja! Wo ist das Tablett? Alter, wie widerlich. Das ist ja 9 Monate lang anscheinend nicht sauber gemacht. Tablett! So. So. Lenkrad einstellen. Okay, gut. Wir haben einmal den... Keine Ahnung. Auf jeden Fall in der fancy Box von Burger King. Normalerweise sind bei Burger King die Burger ja immer eingewickelt in Papier. Da jetzt aber nicht. Ich kann jetzt auf den ersten Blick nicht erkennen, welcher. Okay, da steht ein kleines K. Vielleicht heißt es King? Na, das wäre ja Quatsch. Weil King steht da schon drauf. Da steht M. M. K und M. Also entweder stehe ich komplett auf der Leitung oder es macht einfach keinen Sinn. King Beef. Ist ja wurscht. Wir machen einfach auf. Scheiß doch der Hund drauf. Ein Riesenhaufen, wenn es sein muss. Sie kommen in so einer Burgerwindel daher. Was ist denn das für ein Käse? Ist das Tilsiter-Käse? Ich muss nachschauen. Ich muss nachschauen. Es ist Gouda. Gouda. Naja, wenigstens nicht dieser komische Cheddar von McDonald's.
Der schmeckt mir nämlich gar nicht mal so gut. Das sind 150 Gramm Beef. Ach, wir machen es wie immer. Wir haben einen Brioche-Bun. Oh, Alter! Wie fliegt hier der scheiß Rucola in der Gegend rum? Einen Brioche-Bun. Darunter verbirgt sich, ich hole das Teil raus, das nervt mich, Röstzwiebeln, Rucola, Tomate, Gouda, Beef. Und unten drin ist dann, glaube ich, diese Pfeffersoße. Ihr wisst ja vielleicht, ich bin kein großer Fan von Röstzwiebeln. Ich habe mich einfach überfressen, glaube ich, an diesen Teilen. Vielleicht schaue ich auch deswegen jetzt so aus, wie ich aussehe. Mann, weiß ich. Ich hätte mich vielleicht vorbereiten müssen und hätte anschauen müssen, wie mein Ablauf immer war in den Videos. Das habe ich nicht getan. Deswegen beiße ich jetzt einfach rein in diesen Burger. Ich weiß nicht mehr, was ich noch sagen muss. Hab ich was vergessen? Ach, scheißegal. Ich esse den jetzt einfach mal an. Ich esse den an. Ich beiß mal rein. Aha. Aha. Ja, die Pfeffersoße. Pfeffer? Was laber ich? Die Honig-Mustard-Soße, die ist schon sehr präsent. Der Bun ist auch echt weich. Der ist ziemlich geil, der Bun. Bevor ich jetzt was sage, teste ich mal den anderen. Oder bevor ich jetzt noch mehr sage zu dem Burger, teste ich mal den anderen. Ah, erst muss zum Trinken. Strohhalm. Ich habe ja meinen eigenen Strohhalm. Da ja Burger King nicht auf diesen Zug aufspringt. Alter. Der ist ja auch ewig. Der liegt halt auch schon 9 Monate lang in der Tasche. Dadurch, dass Burger King ja nicht auf diesen Zug aufgestiegen ist, wie McDonald's und die Ding geändert hat, die Strohhalme, habe ich meinen eigenen mitgebracht. Alter, schau ich das an, ich bin total versaut. Ich bin total versaut. Das ist dann also der King Beef. Boah, der schaut geil aus. Wir haben ein Brioche-Bun. Darunter verbirgt sich die Chimichurri-Soße. Ich glaube, es wird. Wird es Chimichurri ausgesprochen? Chimichurri. 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 Okay. Britisch? Amerikanische Aussprache. Chimichurri. 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 Chimichurri-Soße, 2 Tomaten, Zwiebel, Bacon, weil es kann nie genug Bacon sein. Normaler American Cheese, der 150 Gramm Patty oder das 150 Gramm Patty. Und nochmal die Chimichurri. Genau. Und der Bodenbun oder das Bodenbun, wie man es auch immer sagen möchte, bitte entscheide das selbst. Wow, Burger King, der ist richtig gut. Der ist richtig, richtig gut. Ich, diese Soße, diese Chimichurri. Genau. Die ist einfach richtig geil. Die schmeckt so richtig kräuterig. Sagt man das? Kennt man das Wort? Keine Ahnung. Auf jeden Fall schmeckt sie voll geil nach Kräutern, nach Oregano oder keine Ahnung, was da alles drin ist. Thymian. Der Rucola kam jetzt beim ersten Biss eigentlich gar nicht durch, bin ich ganz ehrlich, aber wir probieren einfach nochmal. Ja, also. Rucola ist, ich probiere den mal einzeln, aber da ist so Soße drin, einfach mal so. Okay, der Rucola ist extrem mild und hat eigentlich keine Chance gegen diese Soße. Finde ich den jetzt besser wie den mit Honey Mustard? Weiß ich noch nicht, aber der ist trotzdem irgendwie geil. Hm. Auch das Beef schmeckt irgendwie, es hat nicht ganz diesen Flame Grilled Geschmack, habe ich so das Gefühl. Ich kann mich auch komplett täuschen. Die Zwiebeln sind relativ scharf, finde ich. Tue ich jetzt mal ein bisschen was runter, weil ich bin jetzt so der weiße Zwiebelfan auf Burgern. Ich mag lieber rote, die sind ein bisschen milder und ein bisschen süßer. Aber da gibt es ja verschiedene Geschmäcker. Und über Geschmack, ihr wisst, was ich meine. Aber so, alles in allem, ich mag das auch mit diesem American Cheese. Ich bin eh ein Fan von einfachen Burgern. Ich bin nicht so der Fan. Nein, ich muss anders sagen. Ich gehe gerne in einen Burgerladen. Ich esse auch gerne mal in einem Burgerladen, aber ich mag es nicht, das ist übertrieben. Ich bin kein Verfechter oder kein riesiger Fan von diesen deutschen Burgern, die wunderschön ausschauen mit Spieß drin und dann ist da, keine Ahnung, Dry Aged Beef und da dann noch ein
Blauschimmelkäse drauf oder keine Ahnung. Das ist mal ganz geil, aber eigentlich stehe ich eher so Fleisch, American Cheese, Ketchup, Senf oder Mayo oder alles drei, Bacon, ein geiles Bun und dann in your face. Darauf stehe ich eigentlich. Das ist so meine Burgerwelt. Das liebe ich einfach. Und der hier, der will zwar einen auf gehoben machen, schmeckt aber eigentlich wie so ein richtig geiler Homemade Matschburger. Mit einer geilen Soße. Wirklich, der kann richtig was, Leute. Der kann richtig was. Ich probiere den anderen nochmal. Weil da ist schon wieder Gouda drauf und ich bin kein Fan von Gouda auf Burgern. Und vor allem sind da Röstzwiebeln drauf. Und das macht das Ganze so dermaßen trocken. Aber machen wir es wie immer. Ich esse die zwei Teile auf und nach dem Speed-Up gibt es die Bewertung. Zur Bewertung. Der Burger King King Selection King Beef, keine Ahnung, ob das richtig ist, bekommt von mir 5 Bärte. Machen wir den anderen auch gleich. Der King Selection Mustard Cheese King bekommt von mir 3 Bärte. Sprechen wir noch mal ganz kurz über diesen Mustard and Cheese. Der ist mir persönlich komplett zu trocken. Ich muss anders anfangen. Das Problem bei Burgern mit Röstzwiebeln ist oft, dass die Röstzwiebeln die ganze Soße aufsaugen und dadurch wird das Ganze relativ trocken, wenn man nicht genug Soße draufknallt, was in dem Fall der Fall war. Das heißt, mehr Soße wäre gut. Ich bin kein großer Fan von Gouda auf Burgern, aber das ist mein Problem. Das kann ja bei euch wieder anders sein. Denn Rucola schmeckt man nicht. Der Bun ist echt geil. Das Patty ist auch sehr gut. Senfsoße ist auch okay, aber trifft halt eben meinen Geschmack nicht. Hat ein bisschen eine kleine Schärfe, aber ist jetzt nichts Wildes. Alles in allem ist es halt nicht mein Geschmack. Ich würde mir den nicht mehr kaufen, weil mir der zu trocken und dann im Endeffekt doch zu langweilig ist. Der andere hingegen, der ist richtig, richtig geil. Das ist ein richtig geiler Fastfood-Burger, wie er eigentlich sein soll, wenn ich mir einen Fastfood-Burger kaufe. 150 Gramm Fleisch ist völlig ausreichend. Man kann das auch verdoppeln oder verdreifachen. Ich glaube, pro Patty 2 Euro, whatever. Kann man machen, wenn man Bock hat. Die Soße ist saumäßig geil mit diesen Kräutern, mit dem Beef und dem American Cheese. Das ist einfach, der schmilzt halt mehr und der macht einfach ein gutes Mundgefühl beim Essen. So ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Es fühlt sich einfach gut an im Mund. Mit dem weichen Bun, mit dem Fleisch und dem American Cheese und dann auch der Bacon, der bei Burger King eher so naja ist, aber da passt er ganz gut dazu. Den Rucola kann man sich wirklich schenken. In meinem Fall hat er einfach noch nichts geschmeckt. Nein, das ist übertrieben. Er hat schon noch was geschmeckt, aber auf dem Burger geht er komplett unter, weil die Soße eben so dominant ist. Was ja in dem Fall auch echt gut ist, weil es eine geile Soße ist. Chimichurri. Ist vielleicht die beste Burger-Soße, die ich jetzt so gegessen habe in Deutschland bis jetzt in einem Fastfood-Laden. Also den würde ich mir auf jeden Fall wiederholen. Ohne weiße Zwiebeln. Auch nichts für mich, sind mir zu dominant. Aber das ist ja auch alles Geschmackssache, logischerweise. Alles in allem, den King Beef, absolut empfehlenswert. Den Mustard, nö, würde ich mir so nicht mehr holen. Ja, habe ich irgendwas vergessen? Keine Ahnung. Eins will ich nochmal sagen. Ich möchte mich wirklich für eure Unterstützung bedanken. Ohne Scheiß. Mich schreiben immer wieder Leute an. Die ganzen 9 Monate haben mich immer wieder Leute angeschrieben. Ich lese alle Kommentare, die auch jetzt noch unter den Videos gepostet werden. Und dass ihr alle da geblieben seid, das zeigt mir wirklich, dass ihr eine coole Community seid. Bin da echt auch stolz drauf, diese 7000 und ein paar zerquetschte
dass die immer noch da sind. Vielen Dank dafür. Danke, dass ihr gewartet habt. Ich kann euch nicht versprechen, wann das nächste Video kommt. Das ist auch ein relativ privates Video, sage ich mal, weil es ja wirklich so ist. Ich habe ja die Werbung ausgeschaltet schon ziemlich lange. Das heißt, YouTube pusht das Ganze auch nicht, was es auch gar nicht muss. Darauf kommt es mir überhaupt nicht an. Muss damit auch kein Geld verdienen. Ist mir ziemlich wurscht. Ich mache das ja aus Spaß an der Freude, nenne ich es jetzt mal. Deswegen ist das Video wirklich für euch. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, für euch eins zu machen. Ich hatte auch wieder mal Bock, eins zu machen. Und es ist jetzt passiert und ich hoffe, euch gefällt's. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr das gerne unten drunter schreiben. Schreibt drunter, was ihr wollt. Schreibt drunter Flitzpiepen Kackerfurz. Und ich freue mich auch darüber. Hashtag Flitzpiepen Kackerfurz. Schreibt's drunter. Ich habe keine Ahnung, ob ich jetzt irgendwas vergessen habe bei der Review. Oder allgemein in meinem Ablauf, weil ich mich eben, wie gesagt, nicht vorbereitet habe auf diese ganze Geschichte. Ich fand es einfach nur wieder mal cool, das Ganze zu machen. Ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr mögt. Dann mal bis dann mal. Stay hungry. Let's peep and cacker forth.